Hallo und herzlich willkommen zu Full Throttle Remastered, Vollgas Remastered. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das ist Folge 3 und die Leute haben es gemerkt. Ja, ich habe mal nachgeguckt. Das ist tatsächlich die Synchronstimme von Ron Perlman hier, der Ben spricht. Also Thilo Schmitz, der spricht auch Michael Clark Duncan. Das ist schon ganz passend. Im Original ist es, glaube ich, Roy Conrad und Rip Burger wird gesprochen, da von Mark Hamill unter anderem. Also im Original gibt es auch richtig gute Stimmen. So. Und jemand hat mir einen Tipp gegeben, das mit dem Türschluss war gar nicht so verkehrt. Da bin ich ja mal gespannt. Das heißt, also muss ich tatsächlich hier irgendwas machen mit der Kette. Mit dem Schluss. Was habe ich denn da falsch gemacht? Warum sollte ich das verschließen? Warum nicht? Ja. Warte mal. Da kann man mit dem Rolltor da irgendwas machen. Genau andersrum. Okay, reißen wir das jetzt auf oder was machen wir jetzt da? Ben? Du alter Rocker. Ach, klettert hoch. Dann konnte ich mich nicht mehr erinnern. Ah, Schrott. Was auf einem Schrottplatz recht selten ist, ne? Herzlich willkommen bei den Lulolfs. Na, völlig ausgebrannt, vergiss es. Genau die Gabel, die ich brauche, liegt direkt oben drauf. Das ist so klar. Platz. Guter Hund, sitzt Doggy Doggy Doggy. Ziemlich verhaltensgestörter Köter. Ich ja schon sagen, was wir damit machen. Wo reinschmeißen? Hund springt ins Auto, frisst Fleisch, springt raus, tötet mich. Okay, das ist es wohl nicht. Aber irgendwo muss man noch das Fleisch hinschmeißen. Hund springt ins Auto, frisst Fleisch, springt raus, tötet mich. Ja, ja, sicher. Hund springt ins Auto, frisst Fleisch, springt raus, tötet mich. Ja, 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 das ist mir schon klar, Ben. Hund springt ins Auto, frisst Fleisch, springt raus, tötet mich. Wir müssen noch mit Sicherheit... irgendwo das hinpacken. Hund springt ins Auto, frisst Fleisch, springt raus, tötet mich. Okay, vielleicht hier gar nicht. Konnten ja noch weitergehen. Aber wir müssen noch irgendwas mit dem Fleisch machen. Bin ich mir noch ziemlich sicher. Ja, das ist hier nicht für Vegetarier. Auch nicht für Veganer. Okay. Okay. Toll, die kann ich alle wählen. Das hilft ja total. So, ene mene miste. Egal, in welchen? Doch den mit. Ben? Platz. Ziemlich verhaltensgestörter Köter. Naja, ziemlich verhaltensgestörtes Rätsel. Also, okay. Also auf jeden Fall, da ist der Hund. Da muss auch mit Sicherheit was mit dem Fleisch passieren. Das kann mir keiner erzählen. Das kriegen wir auch hin. So, komm, gar nicht diskutieren. Okay.
verstehe ich den Gag nicht. Platz. Ziemlich verhaltensgestörter Köter. Ich lasse das mittlerweile so stehen, ja. So, Versuch Nummer gefühlt 49. Das muss doch da irgendwo rein. Na gut, du hast bei einem Karre, hast du da den riesen Magneten drauf. Vielleicht ist das die Sache, wo es hin soll. Hä? Was soll er denn? Platz. Wer braucht schon Hunde? Ja, das ist hier eine berechtigte Frage, aber hier reicht ja wohl schon einer. Ach, stimmt. Ich muss das ja in den vorne Bereich reinpacken, weil das ist der Fehler. Weil er läuft ja dahin. Gute alte Point-and-Click-Zeit. Ist ja nicht instant da. Ja, ist gut. Wer braucht schon Hunde? Achtung, pass auf. Ganz lustiger Witz, kann man auf jeder Veranstaltung Jagd und Hund machen. Platz. Ha. Riesen lustig. Geht auch mit Ballons. So. Und das sagt ein Hundefanatiker. So. So. Komm her, Pfiffi. Komm. Bon Appetit, Bastard. Okay, so weit, so gut. Muss ich also nochmal machen. Platz. Böser Hund. Also das schon mal mit dem Auto war richtig. So, und dann muss ich mit Sicherheit was mit Magneten machen. Klar, den dementsprechend... Da hat man da nicht so viel Zeit, sich zu orientieren, weil dieses scheiß, der scheiß Nuttenpfiffi mir sofort, ach, dann ist er da. Okay, was macht der schon? Toll. Das heißt, da kann ich dann sogar jetzt ein bisschen überlegen. Platz. Böser Hund. Ja, böses Rätsel, würde ich sagen. Geht mir langsam auf den Sender. Aber ich glaube, das war, glaube ich, öfter so in dem Spiel. Dass die Atmung richtig gut war, die Rätsel... Boah. Ja. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Noch weiter? Nein. Platz. Wer braucht schon Hunde? Ja. Irgendwas habe ich das Gefühl, das sehe ich nicht. So. Das vielleicht hier, was wir hier machen können. Eigentlich nicht. Kommen wir hier hin? Nein! Will ich nicht. Ich würde ja vermuten, dass das der Kran ist. Da war was.
angezeigt wird. Was ist denn der Kran? Oder ist da noch irgendwas? Kann ich das wieder verlassen? Ehrlich nicht. Das ist doch bescheuert. Das ist doch der blödeste Plan, glaube ich. Platz. Ziemlich verhaltensgestörter Köter. Ja. Das Rätsel wird immer besser. Also richtig angezeigt kriegen wir irgendwie doch nichts. Weil das kann ja jetzt, ich kann ja nicht bei den Autos sein. Ja. Nein, danke. Nee, ist doch Blödsinn. Was ist das denn für ein Kackrätsel? Platz. Wer braucht schon Hunde? Ja. Das sind alles Wracks. Also das ist es garantiert nicht. Mein Gott, ist das ein Blödsinn. Also muss das doch in dem Screen sein. Das kann ja nicht so schwer sein. Hier ist in den Magneten. Also würde ich sagen, dass hier eigentlich das Ding ist, wo ich gerade rumzeige. Nein, genau, das brauche ich nicht. Ich brauche kein Auto. Brauche ich auch nicht. Gegenstand? Nein, da habe ich einen Dietrich, das ist Unsinn. Alle Autos sind Unsinn. Ist doch Blödsinn. Warum kann ich den denn hier nicht. Warum kann ich denn da hier nicht hoch? Hätte ich den in ein anderes Auto werfen sollen, oder? Da ist nichts. Also, was soll der Blödsinn? Ja, wird nur das Auto angezeigt. Toller Gig. Ha. Ich meine, mal ganz ernsthaft, das kann doch nicht irgend so ein 500... Nein, danke. Alter! Da ist der Kran, oder was? So steuern? Wie steuert man den?
Hallo? Okay. Okay. Steuere ich den jetzt? Hallo? Was ist das denn jetzt wieder für ein Scherz? Das nicht sinnvoller. Nicht mit Maus? Hallo? Machen wir jetzt das lustige Spiel der Perspektive? Der Quatsch. Da ist auch ein Schatten. Ja! Wir haben ihn. Das sollte reichen. Wenn wir das jetzt noch ausschalten. So, aber das sollte eigentlich reichen, oder? So, dann müssten wir eigentlich doch vor Huni Ruhe haben. Also wäre jetzt mein Plan. Ich bin gespannt. Ist auch schön, dass sich Ben Zeit lässt. Könnte ich ja jetzt irgendwie noch schöne, interessante Themen erzählen. Wie zum Beispiel, jetzt springt er nochmal runter. Und vermutlich kommt der Hund jetzt nicht. Sei denn, der Hund hat jetzt in letzter Zeit irgendwie, weiß ich nicht, Telekolleg Physik gelernt. So. Schrott. Okay, so. Da gibt's also nichts anderes. So, dann gehen wir jetzt mal zum Pile of Trash und holen uns mein letztes Ding und dann ist das erledigt. Wie hat er sich denn bitte befreit? Platz. Hat der Professor Lesch angerufen, ziemlich oder was? Verhaltensgestörter Köter. Ja, aber mit einem Doktor in Physik, oder was? Nein, Ben! Ben, du kannst nach Hause. Warum jetzt übrigens keine automatische Cutscene kommt, weiß wahrscheinlich auch niemand. Ich hab das Ding doch, ne? Ne, ich hab das nicht. Hä? Moment. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Jetzt kann ja eigentlich nur eine Kleinigkeit fehlen. Ich komme nicht dran. Aber jetzt kommst du dran. Nö, ist klar, weil dieser eine Pixel, das ist richtig, der musste natürlich sein, weil sonst ohne diesen einen Pixel ist das natürlich unerreichbar. So. Weiter geht's nicht. Also, wenn wir jetzt noch die 3 Minuten brauchen, um das zu suchen, was wir eh schon wissen, wo es ist. Ben. Muss man zum Augenarzt. Kann nicht angehen. So, komm, nimm sie mit. Ja. Nette Gabel. Wo hast du die gefunden?
Direkt neben den Messern und Löffeln. Nun, das ist es. Warte mal kurz draußen, dann mache ich sie fertig. Ich arbeite an einer Überraschung. Ich hasse Überraschungen. In Ordnung, hier kommt sie. Na, bin ich cool oder was? Du bist unglaublich. Ich sollte das Teil jeden Tag zu Schrott fahren. Also, was ist die Überraschung? Oh, nur dein durchschnittlicher zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse. Ist das dein Ernst? Ja. Aber nur die Vultures haben... Ich habe so meine Beziehungen. Was jetzt? Willst du das Ding ausprobieren oder nicht? Wow, ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie revanchieren. Hau einfach ab, okay? Du vergraulst mir meine Kunden. Wiedersehen, Mo. Und schick mir eine Postkarte vom Hinterhalt. Ja! Wieder on the road again! In Ordnung, halten Sie die Augen offen. Ja. Er ist ganz schön gerissen. Dieses Mal entkommt er uns nicht. Sehen Sie ihn? Nein. Dann gucken Sie weiter. Okay, die sind wegen mir da. Das ist okay. Alles klar. Ben, ich hab einen Plan. Aber das mache ich trotzdem erst in der nächsten Folge. Weil wir haben ja den Turm. Da kann man sie damit ablenken. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.